Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Und heute airbrushen wir wieder was richtig Feines an all die Neuzugänge hier auf meinem Kanal. Ihr seid alle auch herzlich willkommen und ihr seid gerne dazu eingeladen, all die schönen Tutorials nachzumachen und euch anzuschauen. Und ihr könnt sie mir auch gerne schicken. Dann kann ich mir die auch mal. Ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wie die so ankommen, wie ihr die so umsetzt. Und genau. Dann fangen wir nämlich heute mit dem Schlangentutorial an. Ich zeige euch mal das Bild und das sieht doch schon ziemlich geil aus. Ich bin gar nicht umhergekommen, während ich dieses Projekt gemacht habe, um mal kurz abzuschweifen. Ich musste dauernd an einen Film denken und zwar Die Schlange im Schatten des Adlers von Jackie Chan aus 1978, um hier mal kurz abzunerden. Und ein ziemlich, aus heutiger Sicht, ein ziemlich cringiger Film, aber den kann man sich schon mal ganz gerne geben, weil wo sieht man sonst jemanden, der in 2 Minuten gefühlten 3 Cuts eine eigene Kampftechnik entwickelt, die Tigerbranke von seiner Katze gelernt? Das könnte ich als Technik mit dem Schlangenbiss kombinieren. Das ist doch mal geiler Scheiß, würde ich mal sagen. Und den habe ich damals früher viel gesehen, außer mit meinem Onkel und so. Das war eine ganz witzige Zeit und da musste ich eigentlich immer dran denken. Deswegen seid ihr jetzt durch ein paar Minimatzen sicher auch schon ins Vergnügen gekommen. Aber zurück zum Bild und zwar diese wunderschöne Schlange. Und ich finde mal wieder, hier sieht man wieder ganz geil, was so ein Unschärfeeffekt alles noch zusätzlich machen kann. Und zwar haben wir hier diesen Kopf, der sehr schön detailliert ist und sehr schön klar und richtig schön erkennbar. Und hinten raus vom Hals her ab, hinten nach oben weg, habe ich es immer unschärfer gemacht. Und dann, wo der Rest vom Schlangen hinten noch so runterhängt über die Stange, da wird es dann sehr unscharf. Damit es ist auch ein schöner, gewollter Effekt. So ähnlich wie bei dem grünen Blatt. Das hat mir da schon gut gefallen. Und ich habe mir gedacht, komm, ich baue das nochmal hier mit ein, aus einem Grund. Ich finde, dann wirken die Bilder nicht nur ganz so statisch und haben noch mehr Dynamik und noch mehr Bewegung. Und ich finde es immer irgendwie spannender fürs Auge. Und dadurch ergibt sich eigentlich ein ganz stimmiges, geiles Gesamtbild. Und es gefällt mir sehr gut. Vor allem auch die ganzen Spiegelungen oben auf dem Kopf der Schlange, weil die ist ja eigentlich recht dunkel gehalten. Also die ist fast schon schwarz-violett. Aber in der spiegeln sich so viele Sachen und Details. Und ich finde, es hat einen richtig geilen Look. Geht auch schon eher ins Fotorealistische. Und richtet sich auch mehr ein bisschen an die Fortgeschrittenen unter euch. Aber ihr könnt euch als Anfänger das Ganze auch leichter machen, indem ihr einfach zu mehr zum Pinsel greift oder zum Stift oder mehr die Abmaskierfolie einsetzt. Das könnt ihr alles machen, um dieses Projekt etwas einfacher zu gestalten. Also ihr könnt das durchaus auch bewältigen. Ich habe übrigens in dem Bild auch ein bisschen mehr mit dem Pinsel gearbeitet und auch ein bisschen mehr mit dem Stift. Einfach, um das noch ein bisschen detaillierter hinzubekommen und noch geiler aussehen zu lassen. Und deswegen macht das ruhig, dann könnt ihr das auch easy mitmachen. Aber dazu gehe ich dann wahrscheinlich im Detail noch mehr im Video drauf ein. Aber das einfach noch vorab, sei das noch kurz gesagt. Und bevor ich es noch vergesse, das Ganze wird wahrscheinlich, nagelt mich aber nicht drauf fest, auf 3 Teile gesplittet, weil das doch deutlich länger ist. Das Video ist, ich glaube, 4 Stunden oder so. Und da wird das Ganze ein bisschen mehr gesplittet. So habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, das Ganze Woche für Woche vorzubereiten und dann kommt das immer freitags raus. Also 3 oder 4 Teile. Ich muss einfach mal schauen, wie ich das ungefähr aufteile. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und weil das ist einfach zu lang nachher und ja, das ist einfach too much auch für mich dann zum ganzen Einsprechen etc. Deswegen teile ich das jetzt einfach auf, damit ihr das nur vorab schon mal wisst und dann könnt ihr euch die nächsten Wochen drauf gesagt. freuen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen,
Wir gehen ab zum Maltisch. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Maltisch und wir haben natürlich unsere Leinwandkarton schon parat und das Ganze haben wir natürlich schon wieder schwarz vorgrundiert mit Acrylfarbe und dann das Ganze natürlich schön aufgezeichnet mit dem Beamer. Wenn ihr das mal sehen wollt, das ist beim grünen Blatt Tutorial mit drin, wie ich das mit dem Beamer mache. Das war eine Frage eines Community-Mitgliedes und das habe ich damit eingebaut. Und das nur dazu. Und jetzt beginnen wir eben Freihand zu arbeiten. Wir machen hier relativ viel Freihand. Aber ihr könnt es euch, wie gesagt, das Ganze auch einfacher machen, indem ihr die einzelnen Schlangenteile hier eben abmaskiert mit Abmaskierfolie. Das ist auch möglich. Macht es euch einfach einfacher, wenn ihr noch nicht so weit seid. Und wundert euch jetzt auch nicht. Ich produziere jetzt eine Zeit lang mal relativ viele Gänsefüßchen. Also was meine ich mit Gänsefüßchen, wenn man relativ dicht am Untergrund arbeitet und dann einem die Farbe abhaut und einmal so schöne tausendfüßlerartige, so sich dann bildet quasi. Und das kann mehrere Gründe haben. Zum Beispiel die Farbe ist nicht richtig eingestellt, sie ist zum Beispiel zu dünn oder zu dick, je nachdem. Oder die Nadel oder die Düse ist verstopft oder krumm oder kaputt. Also da gibt es einige Sachen. Oder was auch passieren kann, ist wie in meinem Fall, dass ich einen zu hohen Druck eingestellt habe. Beziehungsweise nicht ich das war, sondern meine kleine Tochter. Ich habe alles abgecheckt so nach und nach. Und habe gedacht, das kann gar nicht sein. Die Farbe verdünne ich eigentlich immer gleich. Wir haben hier übrigens jetzt wieder ein Deckweiß. Ein opakes Weiß mit 7 Tropfen Farbe, ungefähr 2 bis 3 Tropfen Wasser. Und da hatte ich mir gedacht, das ist so wie immer, die Gun ist sauber, die sind Nadel, habe ich gerade frisch gemacht, die ist neu und sexy, da gibt es kein Problem. Und da habe ich mir gedacht, was stimmt denn hier jetzt nicht? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, die letzten paar Tage war die kleine Maus immer im Zimmer hier mit drin, vor allem wenn ich trainiert habe und die spielt dann ganz gerne immer an den ganzen Sachen rum, also wo ich weiß, dass nichts passieren kann. Und dann war sie eine Zeit lang auch im Kompressor und die hat tatsächlich schön am Druckmanometer rumgefummelt und das Ding war irgendwie bei 3,7 Bar oder so eingestellt, also viel zu viel. Mir ist es bloß groß jetzt am Anfang nicht so aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, läuft halt Fernseher oder beziehungsweise YouTube nebenher bei mir dann noch am Monitor oder wenn ich Kopfhörer auf habe, dann merke ich das natürlich nicht so schnell. Aber irgendwann bin ich dann halt drauf gekommen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist aber laut, hey. Und dann habe ich mal kurz einen Blick runter riskiert und dann so, okay, alles klar. Und dann habe ich den wieder zurückgestellt auf meine 2 bis 1,8 Bar, je nachdem, manchmal auch 1,5. Und dann sah die Sache schon ganz anders aus und dann hat das wieder reibungslos funktioniert, so wie ich es kenne. Ich weiß nicht, wann in dem Video ich genau da jetzt das bemerkt. Das dauert relativ lange, weil wenn ich mal so schön im Flow bin, dann habe ich da gerne mal Tunnelblick. Aber nur, damit ihr da mal Bescheid wisst, habt ihr schon mal ein Ding, wo ihr einen Fehler weniger machen könnt. Also ruhig dann mal die Sachen abchecken. Eben. Und dann wisst ihr da auch Bescheid. Was wir hier jetzt natürlich in dem Bild viel machen, ist, ich wechsle hier viel zwischen Schwarz und Weiß. Da bietet es sich natürlich an, 2 Airbrush-Pistolen zu haben. Wenn ihr die natürlich nicht habt, dann arbeitet lieber ein bisschen mehr mit einer Farbe vor, also in dem Fall wahrscheinlich Weiß. Arbeitet da eher von mir aus mehr mit mehrere Segmente auf einmal vor und dann macht er das mit Schwarz nach. Dann müsst ihr nicht so oft hin und her wechseln. Oder ihr maskiert eben einen Teilbereich ab. Dann könnt ihr den auch komplett fertig machen und dann quasi zum nächsten übergehen. Aber hier wechsle ich relativ viel. Und wir machen jetzt den unteren Bereich. Das heißt, den kompletten unteren Bereich unter den Augen bis hoch quasi, bis zu den Ohren. Wenn eine Schlange Ohren hat, ich glaube, sie hat keine, aber halt relativ weit hoch.
Das ist nämlich alles der Bereich, der nachher gelb eingefärbt wird. Also wir machen quasi jetzt erstmal den gelben farblichen Bereich. Und da wir natürlich wieder mit transparenten Tönen arbeiten, können wir jetzt erstmal schön schwarz-weiß vorarbeiten. Man könnte es quasi auch ganz in schwarz-weiß machen oder so. Oder, und das habe ich mir auch gedacht, man hätte hier jetzt auch der Einfachheit halber eigentlich gerade direkt mit einem deckenden Gelbton arbeiten können. Und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, ich habe halt nicht viele deckende Töne außer schwarz-weiß und ein paar, die mal im Set waren. Und die Total Covers, aber die wollte ich nicht nehmen. Das Gelb sieht mir zu matt, zu komisch aus für die Schlange. Das hätte, glaube ich, nicht gut ausgesehen. Und deswegen mache ich das wieder in der herkömmlichen Art und Weise. Bis mir dann irgendwann später mal aufgefallen ist, dass ich tatsächlich ein deckendes Gelb habe, ich Idiot. Und dann habe ich mich erstmal geärgert, dann war nämlich natürlich der Part schon lange fertig. Dann habe ich mir gedacht, scheiße, ich hab doch noch eine. Ich habe nämlich mal deckend Rot und deckend Gelb und Blau, glaube ich, mal in einem Set gehabt mit Schwarz und Weiß. Das Blau habe ich zum Beispiel nicht mehr, das ist mittlerweile schon leer. Aber da habe ich dann wieder über mich selber lachen müssen. Und ich finde halt in dem Bild wieder geil die Farben und eben der schwarze Hintergrund. Das gefällt mir einfach. Das ist eh so mein Stil, würde ich mal fast schon sagen. Auf schwarzen Leinwänden zu arbeiten, ist auch nicht jedermanns Geschmack oder Sache, aber mir gefällt es halt irgendwie deutlich besser. Und hier kommt die Schlange dann nochmal ein Stückchen edler raus, finde ich. Und die hat so einen coolen, ich würde schon fast sagen, Tiger-Look. Die hat überall diese schwarzen Streifen und wenn ich jetzt eben so weiß vorarbeite, schaue ich immer, dass ich die schon mal so ein bisschen freilasse, damit ich auch ungefähr weiß, wo die Sachen sind und stehen. Und ihr seht, wir arbeiten hier natürlich wieder brutal dicht am Untergrund. Und ihr seht auch jetzt, dass ich relativ viel oft manche Sachen nachfahre, weil ich eben mit dieser verdünnten Farbe arbeite. Aber ich mache das lieber, anstatt die volle Kraft und die volle Intensität zu benutzen von so einer Farbe. Also ich nehme einfach ungern das deckend Weiß, so wie es jetzt die Schminke Brush fertig drin hat, weil es mir einfach zu krass deckt und einfach so eine Leuchtkraft hat und so eine Power. Und das will ich oft gar nicht haben. Ich möchte ja hier schon, sag ich mal, schon gewisse verschiedene Farbebenen einbauen. Und das fange ich jetzt eben schon an, indem ich manche Sachen freilasse und manche ein bisschen weniger. Und ich weiß jetzt oben zum Beispiel kommt nachher das ist jetzt hier der untere Teil von dem Mund, die drei Segmente hier unter der Nase, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist eben, es wird nachher schon wieder abgedunkelt und dann gebe ich oben auch gar nicht so viel, weil ich dann schon weiß, da kommt eben nachher wieder ein Schwarz hin. Und genau, deswegen habe ich da lieber schon eine verdünntere Farbe. Damit komme ich deutlich besser zurecht. Und hier beim Schwarz sieht man es jetzt, glaube ich, nachher vermehrt, die Gänsefüßchen, weil da die Evolution Silver Lines, die zwei, die ich habe, die 2-in-1, die haben auch eine 0,2er Düse drin jeweils. Also die sind alle mit 0,2ern ausgestattet. Da werde ich vielleicht auch jetzt mal in Zukunft mal auf 0,15 umsteigen. Da kann ich noch feiner arbeiten. Aber hier kommt tendenziell immer ein bisschen mehr raus. Da sind die Düsen auch schon ein bisschen, sage ich mal, vielleicht geweiteter oder so. Jetzt wie bei der AL Plus, die ich da habe, die Evolution. Und da hatte ich natürlich das mit den Gänsefüßchen dann noch viel schneller, weil dann einfach noch mehr Material kam. Aber wie gesagt, das ändert sich dann irgendwann. Und selbst wenn nicht, das ist auch gar nicht so schlimm. Wenn man es korrigieren kann, ist das immer alles keine wilde Sache. Und jetzt hier auch unten, jetzt hier gerade an dem Segment unten, seht ihr natürlich, da habe ich schon ein bisschen mehr Overspray, aber ich achte da gar nicht so viel drauf, weil ich einmal mit der Freihandschablone dem nachher nochmal die richtige Form gebe, so wie ich es dann haben möchte. Und B, wenn der ganze Kopf nachher fertig ist, maskieren wir den komplett ab. Deswegen macht euch da keinen Stress. Ihr könnt jetzt den Oversprayer auch komplett lassen und dann erst beim letzten Step, wenn ihr das dann ausschneidet, ringsherum einmal mit Schwarz entlang fahren und dann habt ihr das auch picobello. Also da nicht wundern, da gebe ich jetzt nicht so viel Obacht.
würde ich das jetzt nicht machen wie bei einem anderen Projekt, im Porträt oder so, dann achte ich natürlich schon mehr drauf, dass ich da nicht so krassen Overspray habe, wenn ich es dann eben nicht mehr am Ende bearbeite. Und da seht ihr das nämlich ein bisschen, den Overspray. Jetzt nehme ich euch mal wieder ganz kuschelig nah ran, damit ihr mal sehen könnt, wie so Gänsefüßchen, 1000 Füßler aussehen. Ich sage Gänsefüßchen. Ein Schluck aus meiner Tasse Kaffee. Kaffeetasse, habe ich jetzt echt Tasse Kaffee gesagt? Scheiße, hey, ich bin heute wieder gut drauf. Ja, ich sollte eigentlich Comedy machen, oder? Geiler Scheiß. So, das meine ich jetzt zum Beispiel. Hier arbeite ich, habe ich den weißen Rand quasi vorgezeichnet, aber da kommt natürlich schwarz rein. Da war es zum Beispiel wieder richtig viel Power. Wie gesagt, das wird jetzt noch ein Weilchen so gehen. Aber ich habe da jetzt eben schon mal den Strich freigelassen, weil ich eben weiß, da kommt nachher schwarz ran. Und dann passt das nämlich. Ich fand das so witzig, weil ich ewig rumgewurschtelt habe und mir gedacht habe, so, was ist denn jetzt kaputt? Die Nadeln und Düsen kann es nicht sein. Ich habe sie tatsächlich einen Tag vorher, habe ich alle drei ganz zerlegt, richtig schön sauber gemacht, habe mir unter dem Mikroskop mal wieder alle drei Düsen angeguckt, ob die irgendwie beschädigt oder aufgerissen sind oder. Einfach mal so für mich selber, um das abzuchecken. Ich schaue da einfach mal immer wieder mal ganz gerne nach. Die waren alle picobello, die Düsen, die waren richtig geil. Und die Nadeln habe ich mir im gleichen Anzug dann auch alle angeguckt. Und die waren eben alle auch picobello. Die habe ich dann sogar noch einmal schön eingespannt. Und dann nochmal mit einem 3000er einmal auf absoluten Hochglanz poliert bis zur Spitze vor. Die waren dann wieder richtig geil. Das habe ich auch bei dem Projekt jetzt gemerkt. Die waren wieder so smooth und so geil. Und da habe ich mir schon gedacht, daran kann es nicht liegen. Und dann ging eben die Tüftlerei weiter. Dann habe ich erst die Farbe wieder ein bisschen verdickt und mir dachte, hä, dann ging es wieder so halbwegs. Aber das nachher, dann hat der scheiß eingestellte Druck nachher nicht passt. Das war, da musste ich einfach lachen. Und vor allem meine Mausel, so ganz unschuldig, kam sie dann irgendwann rein und sag ich, Mausel, hast du da rumgespielt? Ja, ja, das habe ich gedreht, das muss man drehen. Ich so, oh, danke schön. Gut zu wissen. Also, wer Kinder hat, der weiß sowieso, was ich meine. Das ist ein Fest, eine Freude jeden Tag. Da gibt es immer irgendeinen Blödsinn. Aber ihr seht, hier arbeite ich sehr viel, sehr nah dran, sehr viel mit sehr engen Strichen, mit sehr viel engen Sachen, dass es halt eben keinen großen Overspray hat, damit es eben schön klar aussieht. Und da sind wir wieder bei der Biene. Die hat ja mal gefragt, was man da machen kann, dass die Bilder nicht so verwaschen aussehen. Und im Endeffekt machen wir hier jetzt nichts anderes. Ich achte einfach nur darauf, dass es eben schöne Farbverläufe hat, da wo sie sein sollten und da wo nicht, arbeite ich entweder sehr dicht am Untergrund oder ich nehme halt die Freihandschablone und mache mir dann da eben Parts, die dann richtig knackscharf sind und abgegrenzt sind. Oder ich mache es dann auch mit dem AR Color Stift, der ist mittlerweile ein guter Wegbegleiter in dem Ganzen. Der gefällt mir richtig gut, also den werde ich wahrscheinlich noch mehr einsetzen. Das spart einfach deutlich viel Zeit und macht ein super geiles, mit dem lässt sich super gut fein zeichnen, wirklich richtig die absoluten i-Tüpfelchen noch ins Bild reinmachen. Und da muss ich sagen, da bin ich echt happy. Und ihr seht, es sieht jetzt alles noch ein bisschen vogelwild aus, aber ich sag euch, am Ende ist das nicht mehr so schlimm. Ich arbeite da jetzt halt, ja, des Fehlers bedingt etwas unsauber. Aber dann habt ihr das auch mal gesehen. Wie gesagt, ich verstecke sowas nicht oder schneide es raus oder keine Ahnung. Es ist halt so und bitteschön. Viel Spaß dabei. Genau. Und jetzt machen wir hier eben noch ein bisschen Feinarbeit an dem ganzen unteren Teil. Und dann melde ich mich wieder, wenn es etwas Spannenderes zu erzählen gibt. Dann bis gleich.
So, Dale, da bin ich wieder. Und wir sind jetzt hier schön auf der linken Seite vom Gesicht. Und hier haben wir das schon was ganz Interessantes eigentlich, weil hier habe ich jetzt schon mal den mittleren Teil, wo ich jetzt so leicht gebrusht habe, habe ich einfach mal die Bewegung und die Krümmung von der Oberfläche ein bisschen schon angebrusht. Das werde ich dann nämlich so nachher mit Highlights und Schatten dann auch so einfügen, damit es eben alles so eine gewisse Rundung hat, damit es noch dreidimensionaler aussieht. Und deswegen zeichne ich das da schon mal ein bisschen vor. Ihr seht jetzt natürlich unten am Mund habe ich jetzt wieder ein bisschen Overspray, aber das liegt tatsächlich jetzt hier einfach an diesem zu viel Bar. Das ist klar, das geht glaube ich bis zur Mitte des Videos, glaube ich, dauert das noch an. Und deswegen habe ich da jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mehr, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber da sollte man natürlich drauf achten, wenn man fein arbeitet oder, dass man eben nachher nicht das vorherige Arbeitete natürlich dann wieder kaputt macht oder zu arg überbrusht. Da kann man zur Not auch abmaskieren. Oder dann, wie ich es einfach lassen und dann am Ende nochmal schnell mit Schwarz oder so dann nochmal das Ganze runternehmen. Und genau, ist das gar nicht so schlimm. Aber da kann man mal sehen, was so alles wieder schief gehen kann in so einem Medium. Das ist natürlich alles nicht ganz ohne. Aber man muss einfach nur die richtige Lösung finden. Und dann klappt das auch mit den Nachbarn. Klappt auch mit den Airbrushen. Hier mache ich es jetzt schnell von Hand einfach für mich nochmal. Und nachher, ganz zum Schluss werden wir oder ich weiß gar nicht, ob ich da schon anfange in dem Teil, dann mit dem Pinsel auch nochmal schön ein paar Sachen nachzuarbeiten, wo es jetzt eben nicht so schön war. Weil ich mir gedacht habe, komm, damit es jetzt einfach nochmal schön knackscharf ist, fummel ich da jetzt gar nicht zu viel rum mit der Gun. Sondern mach das einfach mit dem Pinsel fix und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und dann geht das auch schon. Aber wie gesagt, man könnte auch hier wirklich jede Schuppenplatte einzeln machen oder jedes Areal. Kann man sich natürlich auch ein bisschen weiter behelfen mit dem Ganzen, um es dann einfacher zu machen. Und hier bietet sich halt so eine Freihandschablone, also die mag ich auch wirklich gerne. Damit lässt sich einfach schnell eine sehr saubere, scharfe Kante zaubern. Und dann finde ich das immer, es geht schnell und es hat eine gute Wirkung. Und ich benutze es einfach gern, weil es einfach ein hilfreiches Tool ist in dem ganzen Airbrush-Gedöns. Und deswegen kann ich das euch nur empfehlen, euch so eine Freihandschablone zu basteln. Ihr könnt sie auch selber ausschneiden. Sie sollte halt nur schöne Rundungen haben und nicht so abgehackt. Sonst brusht ihr natürlich immer abgehackte Sachen rein. Aber das geht eigentlich alles mit einem Skalpell und einer dickeren Pappe oder Fotopapier eigentlich auch schon ganz gut. Habe ich ganz am Anfang auch gemacht und das hat eigentlich auch immer recht lange gehalten. Also eigentlich auch kein Hexenwerk. Deswegen, was halt hier noch das Ganze so hat, die hat überall natürlich schöne Wölbungen. Die werden wir dann natürlich am Kopf oben noch, die einzelnen Platten noch ein bisschen besser rund rausziehen mit schönen Farbverläufen. Wie jetzt hier unten ist es nicht, es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze zu gestalten, weil da das Licht auch nicht so passend war wie oben. Aber das ist eigentlich auch, wie gesagt, kein Hexenwerk. Und ich finde es cool, die hat so eine coole Struktur, eben so ein Tiger-Zebra-Look-Streifen. Eigentlich ganz was Cooles. Und oben ist sie eigentlich brutal. Also die Schlange, das Referenzbild war eigentlich brutal dunkel. Sie ist halt sehr violett, schwarzmäßig. Und die ganze obere Teile sind eigentlich alles nur Spiegelungen, die da drauf sind. Spiegelungen von der Umgebung, von der Natur oder was. Ich denke mal, es ist Natur. Ich konnte es nicht ganz so gut erkennen. Es macht es natürlich manchmal schwierig im Referenzbild, wenn man natürlich keinen Anhaltspunkt hat,
was da gespiegelt wird oder so. Aber es ist natürlich immer abhängig von demjenigen, der das Bild geschossen hat. Wenn der natürlich in der Natur ist oder im Studio oder bei sich zu Hause oder weiß der Geier was. Da war es jetzt aber tatsächlich für mich nicht wirklich ein zweifelsfrei erkennbar. Ich denke mal, das wird eine Naturaufnahme gewesen sein, weil es sieht doch alles eher nach Bäumen und so aus, da gerade am oberen Teil vom Kopf. Aber ich finde das Bild einfach genial, weil ich eben hier so viele geile Sachen sich vereinen. Einmal eben die unschärfen Effekte, die stehe ich richtig drauf mittlerweile. Das finde ich richtig cool. Und eben gerade so die Spiegelungen und dann dieser sehr detaillierte Kopf. Also es sind wirklich schöne Sachen mit dabei. Und es hat richtig Spaß gemacht. Sowas macht mir dann einfach richtig, richtig viel Spaß. Und jetzt kommen wir eben langsam zu dem Punkt, den ich vorhin gemeint habe, mit dieser schon jetzt mit so einem hellen Lichtstrahl quasi, gebe ich mir das schon mal vor, bis mir dann auffällt, dass es eigentlich ziemlich dumm ist, weil das Ganze ja noch eingefärbt werden soll und das eigentlich nicht zwangsläufig der Step eigentlich nach dem Einfärben rankommt, damit das eigentlich sinnvoller aussieht. Und da war ich dann ein bisschen hin und her gerissen. Im Referenzbild war es ein bisschen stärker. Und habe gedacht, soll ich das so eins zu eins übernehmen oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich lasse es jetzt einfach so, wie ich es jetzt mache. Das wird dann auch passen. Das ist ja immer das Feine, dass man sich nicht eins zu eins an alles halten muss, sondern auch mal ganz gerne seinen eigenen Stil, seinen eigenen Flow, sein eigenes Zeug einbauen kann. Das ist ja das Schöne am Kunstmedium, dass man sein Ding machen kann und nicht immer alles nachmachen muss. Also die Farben auch sind nicht eins zu eins. Generell habe ich mir hier schon einige Freiheiten rausgenommen, die für mich halt einfach stimmiger und toller aussehen. Und deswegen habe ich das auch einfach so gemacht. Und deswegen macht da einfach euer Ding. Wenn euch was nicht gefällt, dann macht so, wie es euch gefällt. Am Ende des Tages muss das Bild immer noch euch gefallen und niemand anderem. Ihr müsst damit zufrieden sein und das war ich bei dem hier auf 100%. Deswegen kann ich euch das nur sagen. Und genau, auf Instagram zum Beispiel ist das Bild schon oben. Da könnt ihr auch mal gerne über drauf schauen, wenn ihr Bock habt. Auf mein Instagram-Profil hat den gleichen Namen. Dave's Art of Air natürlich. Und da könnt ihr mir auch natürlich auch gerne folgen, wenn ihr wollt. Da haue ich eigentlich schon mehr Informationen und auch oft eher schon die Bilder rein etc. Das mit dem YouTube ist ja natürlich immer eine langwierige Sache. Erstmal muss ich das ganze Bild malen und vorbereiten und dann das Ganze hier cutten und schneiden und raussuchen und den Opener sprechen und den Closer etc. Und das mache ich tatsächlich alles komplett alleine. Ein-Mann-Betrieb hier, Ein-Mann-Armee. Aber ich mache es gerne, wirklich gerne. Das ist wirklich ein tolles Hobby. Und das ist mittlerweile auch noch dazu gekommen, hier das ganze YouTube-Gedöns. Und das macht mir halt auch richtig, richtig Bock. Mir macht das Bock, euch sowas zu zeigen. Euch da ein bisschen zu zeigen, wie man das machen kann. Und daran habe ich auch richtig viel Freude. Hier sieht man richtig schön hier, hey, die Gänsefüße, na, leck mich am Arsch, war das irgendwie jetzt noch mehr. Ich bin nicht mal nah am Untergrund, wenn ich ehrlich bin. Es hätte mir eigentlich früher auffallen müssen, jetzt wo ich es mir selber nochmal angucke gerade. Allein dafür ein Like extra, oder? Das soll erstmal ein anderer zeigen, ja, wie man sowas nicht macht. Ja. Ach, ist das geil. Nein, gehört natürlich auch dazu. Und bleibt natürlich auch drin. Wie gesagt, das Video läuft eh wieder in normaler Geschwindigkeit. Und da seht ihr einfach schonungslos alles, was ich da treibe. Und wie gesagt, ich schneide nur leere Pausen weg. Oder wenn ich mir einen Kaffee hole oder mal aufs Klo flitze. Ja, muss ich natürlich auch mal. Und deswegen ist da sonst alles drin, wie ihr das braucht. Aber ich denke mal, so lernt man auch am meisten, so hat man auch am meisten was davon, wenn man es halt einfach genau eins zu eins sieht. Das ist natürlich
ich glaube, am hilfreichsten für das Ganze. Und jetzt arbeiten wir nämlich mal noch ein bisschen das Ganze hier schön weiter aus. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, und da arbeiten wir uns jetzt mal langsam weiter nach oben. Also die ganzen Parts, die wir jetzt haben, sind alles die farbigen Parts. Die habe ich natürlich jetzt zuerst gemacht. Und danach machen wir die restlichen Parts vom Kopf. Aber wir sind heute, wie gesagt, mit dem Gelben dran. Und ja, ihr wart ja jetzt vorhin recht nah an dem Bild dran. Es ist auch eine recht kleine Leinwand. Ist natürlich auch deutlich schwieriger dran zu arbeiten. Umso größer die Leinwände, umso größer die Bilder, umso einfacher habt ihr es, weil ihr dann natürlich mehr Spiel habt für die ganzen Details. Umso kleiner ihr arbeiten müsst, umso mehr müsst ihr natürlich aufpassen, dass es natürlich nicht versaut wird oder so. Wenn man sich das jetzt schon ein bisschen aus der Ferne anschaut, dann sieht man die ganzen Gänsefüßchen, die da noch überall ein bisschen sind, gar nicht mehr so krass. Und wenn man es von meinem Blickwinkel aussieht, dann sieht man das eigentlich schon fast gar nicht mehr.
Aber wir machen uns natürlich trotzdem die Mühe, das so sauber wie möglich zu machen, damit wir natürlich auch einen schönen Übungseffekt haben. Wir wollen ja hier, bei so einem Projekt kann man natürlich perfekt Freihand üben. Was machen wir hier? Vieles an Freihandarbeiten. Das ist natürlich immens. Und da übt ihr natürlich mega viel die Freihand. Und das meine ich eben generell bei den Tutorials. Auch wenn ihr eins immer seht, was euch vielleicht nicht so anspricht. Ich würde es trotzdem probieren. Das ist eigentlich eher fast schon als Übung gedacht. Und damit trainiert ihr natürlich eure ganzen Skill. Weil was habe ich damals vieles Zeug geübt, also auch viel auf DIN A4 Blättern etc. Da ging schon einiges an Zeit und Zeug drauf, bevor ich überhaupt mein Bild angefangen habe, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, sowas zu machen. Also ich hatte auch niemanden, der mir, also auch nicht solche Videos, wo ich jetzt dann, ah cool, das mache ich mal nach, da kann ich gleich mal was dann lernen etc. Sondern ich habe dann halt stupide Punkte und Striche und so ein Blödsinn gemacht. Zu Haufen richtig viel. Das könnt ihr natürlich hiermit ein bisschen kompensieren, indem ihr das natürlich am aktiven Bild macht, was natürlich auch viel mehr Spaß macht, ist ja klar. Und deswegen macht ihr euch auch die anderen Tutorials, wie gesagt, um einfach nur die verschiedenen Techniken zu üben, die verschiedenen Sachen. Ich baue überall ein bisschen, gucke ich immer, dass ich ein paar verschiedene Sachen einbaue. Wie gerade das mit dem Planeten ist zwar natürlich echt für richtet sich mehr an Beginner und ist auch ein bisschen einfacher, aber da sind trotzdem viele Sachen drin, wo ihr auch einfach die Fortgeschritteneren unter euch natürlich auch trotzdem was üben könnt, und zwar schöne Farbverläufe, Muster und. Also da könnt ihr auch einiges rausziehen, das darf man eigentlich nicht unterschätzen. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen, wenn ihr da auch noch nicht ganz so gut seid. Also man kann immer was dazulernen. Auch ich lerne natürlich bei jedem Bild noch dazu. Bin natürlich auch kein Meister. Und deswegen alles nur Übungssache. Üben, üben, üben. Das ist immer das Wichtigste. Wie Meister Yoda ja sagen wird, oder? Geil. Deswegen übt da einfach und dann wird das mit dem Freihand auch immer besser. Ihr seht es ja, ich brauche langsam mal auch feineren Nadelsatz noch. Ich glaube, die 02er sind auch mittlerweile ein bisschen zu grob für mich. Die sind da schon bei mir am Limit ausgereizt, was so das dicht dran arbeiten geht. Da werde ich wahrscheinlich jetzt mal echt auf die kleineren Sätze noch umsteigen. Wie ich gelesen habe, kann man die jetzt eigentlich auch ganz easy, beziehungsweise wie mir das Harder und Steenbeck geschrieben haben, sind die on the fly zu wechseln an den Evolutions und auch an der AL Plus. Da sollten die 0,15 mm Düsen und Nadel sollten da ohne Probleme einsetzbar sein. Das werde ich jetzt irgendwann mal machen. Zumindest mal bei einer Pistole, nur um zu gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Und vielleicht mache ich da auch ein kleines Video zu oder so. Mal schauen. Und ja, generell, wenn ihr noch Anregungen habt oder ihr sagt, ich habe immer dasselbe Problem mit meiner Gun, Problem X, und ich kriege das nicht gelöst etc., schreibt mir gerne, vielleicht kann ich mir das einmal anschauen und gegebenenfalls ein Video raushauen für irgendwelche Fixes oder so. Oder generelle Vorschläge. Der Hardy hat ja jetzt mal vorgeschlagen, bei dem anderen Video drunter geschrieben, dass ich mal vielleicht was mit Natur machen kann, ein Häuschen, Berge etc. Habe ich auch Bock drauf, wird jetzt bloß ein Weilchen dauern, weil jetzt habe ich hier noch einiges in der Vorproduktion, was jetzt noch kommt. Und dann wird das deutlich, deutlich später erst kommen, aber das werde ich auch gerne machen. Habe ich jetzt irgendwie so naturlandschaftliche Bilder, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gemalt. War noch nie so meins, aber ich habe gar kein Problem, das auszuprobieren. Also Lust habe ich jetzt irgendwie schon, das mal so als hier Projekt einfach mal zu machen. Ja, und da zeige ich euch mal. Da war noch vom Reinigen noch ein ganz anderes Problem. Ha, das ist gut, dass ich es jetzt nochmal sehe. Und zwar durchs Ultraschallreinigen löst sich ab und zu mal unten dran an dem Stück die Mutter, beziehungsweise eine Schraube drin. Und in der Schraube ist eine Feder drin. Und die drückt diesen Bolzen nach oben. Und wenn ihr dann natürlich auf der Pistole oben drauf drückt, drückt ihr den Bolzen nach unten und dann kommt natürlich die Luft raus. Und es kann sein, dass über einen längeren Zeitraum, wie jetzt bei mir,
dann, wenn die Airbrush gereinigt wird und dann immer im Ultraschallbad liegt und schön vibriert und wackelt, dass dann sich die manchmal ein bisschen lockert. Das war jetzt bei mir der Fall. Was passiert dann, wenn die sich lockert, dann drückt ihr den Griff oben rein und dann kommt natürlich die Luft raus. Und dann geht ihr aber natürlich von dem Ganzen weg, lasst den Griff wieder los und es spürt trotzdem noch relativ lange Luft, weil das eben die Feder nicht mehr so stark gespannt ist, dass dann eben einfach dieser Stift zu lang oben bleibt. Ergo, ihr habt noch so ein Nachsprühen und das finde ich recht ärgerlich, das ist sehr nervig. Und das könnt ihr dann ganz einfach fixen, indem ihr das da unten kurz aufschraubt, mit dem Schraubenzieher ein, zwei Drehungen nach rechts macht, dann ist die wieder straff und fest. Und dann könnt ihr wieder ganz normal weiter brushen und dann ist das kein Problem. Wenn ihr die zu fest zuschraubt, das werdet ihr dann auch merken, dann kommt irgendwann keine Luft mehr, weil dann natürlich die Feder so einen Druck aufbaut. Dann ist der Bolzen oben einfach, da lässt er sich einfach nicht mehr gescheit betätigen. Also da keine Angst haben, dass ihr das zu fest schraubt. Aber das kann ich euch nur empfehlen, da ab und zu mal ranzugehen. Wenn ihr eben merkt, so ihr sprüht und ihr habt lange losgelassen und die sprüht trotzdem noch elendig nach, dann wird es zu 100% wahrscheinlich an dem liegen. Jetzt machen wir hier schön noch Detailarbeit. Ich trinke mal nochmal ein Schlückchen aus meinem leckeren Käffchen. Ah, so. Und ja genau, wir sehen jetzt, das ist der untere linke Teil. Und das quasi bis hoch und bis unter das Auge unten entlang, bis da nach oben. Das ist quasi das Ganze, was nachher gelb wird. Und das werden wir in dem Tutorial noch die rechte Seite auch komplett machen. Und dann werden wir im zweiten Teil uns, ich glaube, dem Einfärben widmen und den Details machen und dann weiter an dem Kopf arbeiten, an den ganzen anderen Platten von der Schlange. Ja, aber wie gesagt, da machen wir jetzt erstmal noch schön die Arbeiten. Und das meine ich hier, die Abdeck, die Freihandschablone. Damit kann man gezielt schnell scharfe Kanten kreieren und dann hat man da null Probleme. Das mache ich jetzt tatsächlich schon mal. Aus einem Grund, damit ich nachher beim komplett abmaskieren, wenn wir dann natürlich den hinteren Teil irgendwann machen, damit wir den Kopf nicht voll sprayen und ich den Hintergrund noch mal ein bisschen mit Schwarz noch mal ein bisschen einbrush, damit er einfach schöner aussieht, werde ich eben das Ganze abmaskieren und da einfach noch eine bessere Schnittkante zu haben, habe ich es jetzt doch noch mal im Vorfeld kurz schön abgegrenzt, damit ich das einfach leichter habe beim Brushen. Und da sieht man doch, ich habe es doch noch mal abgeändert, weil ich eben gemerkt habe, dass Sinn, Schwachsinn ist, jetzt die Spiegelung da vorne reinzubringen oder das Licht, wenn das beim Einfärben dann komisch aussieht. Und dann habe ich das so gemacht. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch langsam an den Punkt, wo ich das Ganze, den ganzen Druckproblem gelöst habe und es jetzt schon deutlich mehr float und funktioniert. Glaube ich mal, dass wir so langsam an den Punkt rangekommen sind, wo es dann nicht mehr so auf 3,7 eingestellt war. Also ich habe noch nie mit 3,7 Bar gearbeitet mit der Airbrush, aber hier auf jeden Fall mal eine gute halbe, dreiviertel Stunde. Das hat schon lange gedauert, aber ich habe an dem Tag natürlich noch deutlich mehr an dem Kopf gemacht. Und ich bin froh, dass es mir überhaupt noch aufgefallen ist bis zu dem Zeitpunkt. Deswegen, also das kleine Böllchen da unterm Auge machen wir jetzt auch noch mit, weil ich gesehen habe, das wird auch noch farbig. Und dann haben wir eben die ganzen Backengeschichte da. Und dann sind wir schon halbseitig fertig. Das ist schon ziemlich geil. Oder nicht? Jetzt machen wir hier noch ein paar schöne Detailarbeiten. Schon mal schön schöne helle Kanten und noch ein paar Stellen, wo es einfach prinzipiell einfach schon heller ist am Kopf, wo ich nachher gemerkt habe, so ja, da will ich vielleicht farblich noch ein bisschen mehr rausholen. Und hier kommen wir zu einem schönen Stift, einmal schön schütteln, shake it baby, shake it, und dauert immer ein bisschen, bis da kurz die Farbe natürlich hochläuft,
Und das ist der AR Color Stift mit der 0,8 mm dicken Düse. Düse sage ich schon, Spitze. Und ihr seht, ich male jetzt mal ein bisschen großzügiger nach, aber weil ich wissen wollt, wie das im Nachhinein aussieht. Das ist natürlich schon abgegrenzt, aber ich experimentiere jetzt hier einfach on the fly ein bisschen rum, um einfach mal so zu schauen, wie das so im Endeffekt wirkt. Viel habe ich mit dem Stift jetzt natürlich auch noch nicht gearbeitet, aber dadurch, dass da Airbrush-Farbe drin ist, und zwar mein Deckweiß, auch verdünnt mit, ich glaube, 20% oder so, also 7, 8 Tropfen Farbe und dann 1, 2 Tropfen Wasser, fügt sich der schön dem Bild an. Also der setzt nicht auf. Und ich meine, mit Aufsetzen meine ich eben, dass es unharmonisch aussieht, wenn ihr jetzt natürlich mit dem Pinsel einfach ins Deckweiß reingeht und dann mit dem loslegt, dann habt ihr schnell die Gefahr, dass es dann natürlich komisch aussieht, weil das dann natürlich also extrem raussticht. Und mit diesem Stift verläuft die Farbe eigentlich relativ gut. Also da war ich wirklich baff, wie gut die eigentlich verläuft. Und mit ein bisschen Nacharbeit mit der Gun fällt dieser Step dann auch gar nicht mehr. Hier unten übertreibe ich es jetzt tatsächlich ein bisschen, weil ich auch da oben das kleine rechte Stück da ein bisschen zu dunkel gearbeitet habe vorhin. Und ich da jetzt wusste, da gehe ich jetzt eh mit Weiß gleich noch ran, wollte ich wissen, wie stark deckt das jetzt ab und wie stark kann ich das nachher nochmal runternehmen. Weil mich das auch ein Stück weit einfach interessiert hat. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich einfach ein bisschen rumprobiert. Gibt ja keinen besseren Zeitpunkt dafür als direkt an dem Bild. Nein, aber so übe ich natürlich und gucke und mache natürlich auch, um einfach zu schauen, wie ich da so zurechtkomme, wie das alles so ineinander greift und funktioniert. Und beim Stift, muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Der funktioniert einfach schön. Also den kann ich euch empfehlen. Den könnt ihr vor allem mit eurer Airbrush-Farbe füllen. Egal, was für eine Farbe ihr benutzt oder einsetzt. Den könnt ihr natürlich da schön einsetzen und dann habt ihr die gleiche Farbe, wahrscheinlich den ähnlichen Verlauf etc. Und dann ist das alles gar kein Thema mehr so. Und dann lässt sich damit hervorragend arbeiten. Ach, da habe ich mal keinen Übergang. Nicht schön geschnitten. Shame on me. Habe ich vergessen. Solche Kleinigkeiten schneide ich ganz gerne raus. Kostet natürlich alles mega viel Zeit. Das ist das, was ich mal gesagt habe. Es kostet so viel Zeit. Das ganze Bild bearbeiten dauert mittlerweile fast genauso lang wie das Bild brushen. Also das bin ich auch sicher bei 4-5 Stunden. Ohne Voice-Over, das kommt natürlich auch noch dazu. Also stützt diesen Kanal gerne mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo, mit einem Liken, die Glocke drücken. Und wenn ihr ganz viel Bock und Money und Cash übrig habt, dann könnt ihr mir natürlich auch ein Ovolus dalassen. Gerne via PayPal etc. Das steht alles in den Infoboxen. Kein Muss, aber ein Nice to Have. Und jetzt aus der Ferne sieht das Ganze doch schon wieder viel stimmiger aus. Ist immer nicht mehr ganz so dicht dran. Da sieht man nicht jeden kleinen einzelnen Fehler, den ich mache. Spaß beiseite. Aber man sieht einfach generell, es sieht einfach gleich viel stimmiger aus. Und wirkt auch gleich ganz anders. Vor allem, wenn nachher noch mehr gezielt die Schatten reinkommen, die Licht- und Schattensachen. Aber das machen wir natürlich dann erst ein bisschen später noch, wenn wir vor allem mit der Farbe arbeiten. Da machen wir natürlich auch noch viel. Wir arbeiten natürlich nicht nur mit einem Gelb, sondern natürlich auch mit einem zweiten. Tja, schon wieder was vergessen rauszuschnitzeln. Habe ich gerade kurz geguckt im Referenzbild, wie das so wirkt. Ich habe oft das Problem, dass ich zu weit nach vorne rutsche und dann entweder mein Arm oder meine Schulter das ganze Bild abdeckt. Da muss ich immer aufpassen, dass ich euch nachher nicht eine Stunde lang meinen Hals zeigt, deswegen muss ich da mal Obacht drauf geben. Ganz am Anfang ist mir das voll oft passiert, mittlerweile habe ich da einen guten Groove drin, aber auch das muss ich immer im Hinterkopf behalten. Ihr seht schon, das ist natürlich hier so mit Kamera und allem gar nicht so chillig und Dingens, wie man das sonst macht, sonst kann man sich da natürlich noch mehr Freiheiten rausnehmen. Hier muss ich natürlich auch auf sowas noch achten, das kommt natürlich auch noch dazu. Damit ihr das auch einfach vernünftig seht und auch was davon habt natürlich.
Was ich ganz spannend finde bei dem Referenzbild war das vordere, die vorderste Partie von der Schlange. Ich nehme jetzt einfach mal die Nase. Es ist wahrscheinlich nicht die Nase, denn die Nasenlöcher sind irgendwo links und rechts relativ schwarz und gehen da relativ unter. Die habe ich jetzt dann auch gar nicht mehr so groß rausgeholt. Aber das Stück war tatsächlich im Referenzbild komplett kaputt. Da war nur noch ein Teil dran. Das gute Schlängelchen hat sich irgendwie gefightet oder hat sich da halt irgendwie verletzt. Die habe ich mir zum Beispiel einfach rausgenommen und habe sie einfach wieder schön gemacht und einheitlich. Und habe das halt einfach so gemacht, wie ich mir das vorstelle. Das ist natürlich dann auch ganz cool. Quasi hier so eine Makeover. So einmal schön gemacht. Und jetzt machen wir das Ganze noch auf der rechten Seite. Das ist jetzt schon der Trick. Wir machen das Ganze natürlich jetzt schön auf der rechten Seite ebenso. Mit dem ganzen Strichen und Verläufen etc. Und dann haben wir nämlich den unteren Teil dann einmal fast schon fertig. Also fertig meine ich jetzt mit einmal schwarz-weiß. Und dann kommen wir natürlich bei den anderen Teilen noch zum Einfärben etc. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ich habe mir gedacht, ich hätte es jetzt auch streckenweise beschleunigen können, sehr schnell auf 2- oder 3-facher Geschwindigkeit. Aber ich finde es gerade ein bisschen schade. Ich finde es gerade nicht schlecht, wenn auch sowas mal schön am Stück läuft. Für euch sicher auch mega interessant. Und ja, dann hören wir uns gleich wieder. Ihr seid jetzt schön fleißig und macht da das Ganze schön weiter mit mir. Haha.
So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mit der Freihandschablone so meine. Den setzen wir schön an. Da haben wir dann schön exakt die gleiche Rundung. Und dann machen wir schön, sprühen wir das schön von weg. Und dann hat man da eine schöne, klare Kante, wenn man nicht so wie ein Ochse ich da unten voll drauf baller. Aber auch hier greife ich schnell zum Daumen und wische das einfach ein bisschen weg. Dann ist das schon gar nicht mehr so schlimm. Und dann kann man das eben nachher wieder mit Schwarz kurz unten wieder gegensteuern, dann hat sich das gleich wieder erledigt. Hier war natürlich mal kurz die Gun ein bisschen zu. Passiert natürlich mit einer geraumen Zeit. Ich glaube auch, was ich mittlerweile irgendwann mal machen muss, ist mein weißer Farbbehälter. Also ich nehme ja immer, ich habe hier die kleinen, das sind 36 Milliliter oder so, Fläschchen, weil ich die ganz praktisch finde am Tisch, um da schnell die Sachen einzufüllen mit der Pipette, die da ja schon integriert ist. Aber ich habe natürlich eine große Flasche von dem Deckweiß mit 250 Milliliter und eine Schwarz. Und die fülle ich dann immer wieder, wenn die leer werden, dann natürlich in die Schwarz und Weiß nach. Und die ist mittlerweile schon ziemlich verkrustet am Gewinde und allem. Und wenn die jetzt dann das nächste Mal leer geht, werde ich die mal gehörig putzen und komplett sauber machen mit Wasser. Weil ich glaube einfach, dass mittlerweile da doch relativ viele, sage ich mal, kleinere Partikel und gerade so angetrocknete Sachen in der Pipette oben und in dem Gewinde eigentlich schon so drin sind und die fallen dann wahrscheinlich reihenweise immer da wieder rein. Und bei der Airbrush braucht es nicht viel, bei solchen kleinen Klümpchen, sage ich jetzt mal, um die dann zu verstopfen. Und es fällt mir in letzter Zeit doch vermehrt auf und ich denke mal, das wird daran liegen. Das werde ich dann wahrscheinlich dann mal. Wie gesagt, dann beim nächsten Mal, wenn die Farbe leer wird, werde ich das dann komplett reinigen und dann erst wieder schön auffüllen. Dann sollte ich das Problem in der nächsten Zeit auch nicht mehr haben. Aber ich achte natürlich in letzter Zeit schon mehr drauf, dass wenn man natürlich fertig gesprüht hat, einfach noch die Luft weiter gedrückt zu halten, damit eben die Nadel vorne nicht immer so schnell verstopft oder sich da zu viel Farbe ansammelt. Damit eben die Farbe bzw. die Luft immer läuft. Und da habe ich noch mehr drauf geachtet, aber ich denke mal, wie gesagt, das liegt wahrscheinlich eben an dem verdreckten Far an der verdreckten Farbe eben. Natürlich auch mein Verschulden. Ist natürlich niemand anders schuld, aber sowas sollte man im Auge behalten, falls ihr sowas auch macht. Einfach immer wieder mal komplett sauber machen, dann fahrt ihr da, glaube ich, wieder safer. Und ich finde, es ergibt sich schon langsam so ein schönes Bild. Jetzt kommen wir langsam, jetzt langsam wird es rund. Ich finde es immer spannend, wie sich so ein Bild Step by Step aufbaut und dann irgendwann einfach geil aussieht. Das ist immer ein richtig cooler, magischer Moment. Und da habe ich immer richtig Bock drauf. So langsam wird's. So langsam. Sieht cool aus. Und da habe ich eben gerade nochmal mit der freien Schablone das eben vorhin diesen kurzen mega Ausrutscher der Farbe immer kurz wieder repariert. Das finde ich auch hier immer, also auch von beim Medium mit dem Airbrushen so cool. Das ist einfach so mit ein paar kurzen Steps wieder zu, sage ich mal, zu handeln und zu reparieren. Das macht einfach Spaß. Zack, zack, und das Ding läuft wieder. Und dann hat man da wirklich keine Probleme. Und deswegen auch ein geiles Ding eigentlich. Das geht zackig. Man kann schnell Fehler machen, man kann es auch schnell korrigieren. Ich bin eh immer der Freund zu sagen, ihr macht es so lange, bis es passt. Ich habe da auch schon mal bei Projekten, die ich noch nicht aufgenommen hatte, damals im Haufen nochmal gemacht, wo ich gesagt habe, ey, das gefällt mir überhaupt nicht. Habe ich mal ein Porträt gemacht, auch für eine Hochzeit. Da hat mir dann das Gesicht von ihr super gefallen und von ihm überhaupt nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ach komm, ja, da war ewig viel Zeit reingelaufen, aber es hat einfach nicht gut ausgesehen. Und dann habe ich das komplett nochmal abmaskiert und einfach komplett nochmal neu gemacht. Und beim zweiten Anlauf sah es richtig geil aus. Ich weiß nicht, was ich davor, da hatte ich irgendwie einen schlechten Tag, glaube ich. Da hat das nicht so funktioniert alles. Und generell hatte ich da irgendwie nicht das Auge für. Man kennt es vielleicht manchmal an so Tagen, wo man dann nicht so kreativ ist und sich dann trotzdem ranhockt, das sind meistens nicht so geile Tage, da werden die Sachen dann nicht so schön. Das war der Fall. Aber ich habe mir die Mühe gemacht und das hat sich wirklich mega ausbezahlt. Und dann war ich auch am Ende ich selber zufrieden und erst wenn ich zufrieden bin, dann gebe ich das auch raus.
dann hat das auch wirklich gut gepasst. Und wie gesagt, auch hier machen wir wieder schön die ganze Detailarbeit. So, jetzt sieht das doch schon ziemlich geil aus, oder? Da wird jetzt natürlich noch einiges gemacht, vor allem nach dem Einfärben wird auch noch mal einiges gemacht. Also wir sind hier noch lange nicht am Ende. Da kommt noch einiges geiles Zeug auf euch zu, glaubt mir. Vor allem gerade viele verschiedene Techniken und so. Einfach, da muss man einfach viel einsetzen bei so einem Bild, damit es auch stimmig wird. Und ich finde es eigentlich ganz nice. Also hier bringe ich doch schon mal ein bisschen Schatten wieder rein.
Rechts sieht man es jetzt auch, wo ich schon ein bisschen den Schatten gesetzt habe. Weil Schatten, den kann ich schon vorher machen, wenn wir einfärben. Bloß beim Highlighten natürlich nicht. Den sollte ich erst, das sollte man erst nach dem Einfärben machen, damit das auch stimmig aussieht. Und da gebe ich dem Ganzen schon mal so eine gewisse Wölbung rein. Und dann eben nach dem Einfärben wird das Ganze nochmal schön aufgehellt. Dann passt das nämlich auch. Und jetzt meine ich nämlich nochmal ganz zum Schluss bei dem Step hier, na, habe ich mir gedacht, komm, gehen wir mal mit dem Pinsel nochmal ein bisschen rein an ein paar Stellen, weil ich jetzt da keinen Bock habe, ewig mit der Airbrush rumzufummeln gerade. Hier möchte ich es jetzt einfach nochmal schnell sauber haben. Ja, einfach nochmal so ganz leicht, aber da nehme ich auch stark verdünnte Farbe und fahre nur nochmal so ein bisschen da, wo ich meine, dass ich es nochmal anbietet. Nochmal kurz nach. Mache ich jetzt nicht so oft, aber ist völlig legitim. Also wie gesagt, wenn ihr generell hier nicht so fit seid mit dem Freihandarbeiten und so, dann könnt ihr das auch mit Abmaskierfolie und eben Pinsel dann doch alles noch einigermaßen gut hinbekommen, ohne dass euch das nachher zu Tode abfuckt und so. Und wenn ihr hier mit dem Pinsel, natürlich auch mit einem sehr dünnen Pinsel und mit schön verdünnter Farbe arbeitet und so, dann setzt das auch nicht so dick auf. Also da kann man auch schön arbeiten. Und dann ist das auch wieder eine runde Sache. Dann sieht es auch wieder aus wie aus einem Guss. Und so soll es natürlich auch sein. Und ich sehe jetzt, wir kommen schon so langsam zum Ende dieser ersten hervorragenden Folge, wie ich finde. Hier haben wir jetzt mal ziemlich viel gemacht. Ich sage euch, die anderen Teile werden jetzt, ich glaube, es sind nachher nur noch mal zwei Teile, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also das wird nachher doch noch um einiges schneller gehen. Die meisten Details und etc., die waren jetzt eigentlich fast hier im unteren Teil. Natürlich haben wir dann nach oben noch das kleine Stück an der Nase oben noch, das wir dann noch gelb machen. Und aber die Spiegelungseffekte und so, die gingen dann doch deutlich schneller von der Hand. Das hat nachher viel besser funktioniert, weil wir das eben teilweise abmaskieren. Da zeige ich euch nämlich mal, wie man das macht mit der Abmaskierfolie. Das ist auch ganz cool. Und dann seht ihr dann nämlich schon wieder die nächsten Techniken. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst mir gerne Likes und Abos und Kommentare da. Da freue ich mich am meisten drüber. Das macht immer richtig viel Spaß. Und wie gesagt, auch gerne finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Das steht ja alles in der Infobox. Und ja, einfach schön am Ball bleiben, dann werdet ihr immer besser. Und wie gesagt, einfach auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Vorschläge oder so habt. Das ist für mich auch mal ganz spannend. Dann kommen eben solche Projekte danach, wie das Landschaftsbild oder andere Geschichten. Die Biene hat gesagt, sie wird gerne mal noch Seifenblasenbild sehen. Das werde ich dann jetzt auch mal die Tage anfangen. Simultan zu den ganzen anderen Sachen hier. Solange der kleine Bub noch nicht auf der Welt ist, nutze ich jeden Tag, den ich habe, von meiner Freizeit, um noch so viel wie möglich fortzuarbeiten. Das wird dann die nächste Zeit etwas strenger, dann mit noch wieder so einem kleinen Stöpsel im Haus. Aber ich freue mich schon riesig drauf. Und deswegen noch ein schönes Gelingen mit dem Airbrushen und wir sehen uns dann bei Teil 2 und hoffentlich auch bei Teil 3 etc. In dem Fall reingehauen und viel Spaß beim Airbrushen, liebe Leute.